Entweder man liebt Lavendel oder man hasst Lavendel. Kein Öl polarisiert so stark wie das. So wie beim Western. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Hallo und herzlich willkommen in meiner Praxis Gesunden Seele. Ich arbeite mit einem Radionikgerät und mit ätherischen Ölen. Und heute will ich euch ganz ein besonderes ätherisches Öl vorstellen. Das ist das Öl, mit dem Interessierte sehr schnell in Berührung kommen. Berührung im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht heute um das Lavendelöl. Das Lavendelöl ist nicht nur bekannt für seine beruhigende Wirkung, sondern eben auch für die Hautgesundheit. Und heute will ich euch einfach ein paar Ideen, einfach eine Inspiration geben, welche Möglichkeit ihr mit diesem wundervollen Lavendelöl habt. Ihr habt heute zum Beispiel einen sehr stressigen Tag gehabt, habe mich auch teilweise ziemlich ärgern müssen. Zu manchen Hündchen klein. Und wenn ich dann hergehe und ich rieche diesen Duft. Lavendel ist eben bekannt dafür, dass es sehr ausgleichend ist und beruhigend wirkt. Auch konzentrationsfördernd. Da so her. Tue einen Tropfen auf meine Hand, meinen Finger, verstreiche dann und inhaliere damit. Ich habe zum Beispiel heute habe ich mich geschnitten. Wieder die häufigste Ursache für Unfälle im Büro ist sicher, dass man sie mit dem Papier schneidet. Macht nichts. Einfach hergehen und einen Tropfen Lavendel direkt drauf. Sobald ich mich geschnitten habe, direkt drauf. Vorher im Garten hat mir eine Mücke gestochen. Da ist dieser Dübel, der juckt natürlich extrem. Dieser Gelsenstich von der Mücke. Einfach auch wieder hergehen, einen Tropfen nehmen, einfach direkt drauf und es ist gleich eine Linderung und eine Verbesserung für mich. Ich habe da auf der Hand, habe ich schon seit langer Zeit eine Narbe. Die sieht man jetzt schon fast nicht mehr. Einfach, weil ich einfach hergehe und jeden Tag kann man sie einfach in der Früh als Ritual gehe ich her und tue mir da auch einen Tropfen Lavendel rauf, verstreiche das Ganze und mit der Zeit wird man was sehen. Ich will euch jetzt dann noch was holen und was zeigen. Ah! Jetzt habe ich mich auch gehabt. Volle Wäsche. Das wird sicher ein blauer Fleck werden. Meine, intuitiv hält man sich mal gleich die Hand drauf auf die schmerzende Stelle. Auch da einfach hergehen. Ich würde euch jetzt den Anblick meiner behaarten Beine ersparen. Also bevor es nur ein blauer Fleck wird, sofort gleich ein Lavendel, direkt drauf, unverdünnt. Eine andere Möglichkeit, eben, was wir am Anfang schon besprochen haben, ist die beruhigende Wirkung vom Lavendel. Und kann ich jetzt hergehen, habe ich eben vorbereitet, einfach ein Stammball nehmen, Milch rein und da tue ich jetzt eben, je nachdem, wie intensiv ich das haben will, tue ich einen Lavendel rein, kann das noch
Lust und Laune dann aber auch noch kombinieren mit anderen ätherischen Ölen, je nachdem, was ich damit bezwecken will. Und das Ganze ab damit in die heiße Badewanne und ein Milchbad nehmen wie Cleopatra. Würde ich das nicht machen, würde der Lavendel auf der Wasseroberfläche schwimmen, ich hätte Hautreizungen und das Ganze würde nicht so in die Haut reingehen und nicht so auf diese sanfte Art und Weise wie bei diesem Milchbad eben mit Lavendel. Ihr seht, alles was mit Hautgesundheit zu tun hat, kann ich alles mit Lavendel, kann ich mir alles selber helfen. Seid einfach kreativ und geht in eure Verantwortung. Wenn euch das gefallen hat, liked es, teilt es, schickt es an eure Freunde und könnt mir gerne unter der Webseite besuchen und euch für ein Newsletter eintragen, da ich regelmäßig Tipps zu verschiedenen ätherischen Ölen. Das nächste Mal werde ich euch über ein ätherisches Öl erzählen, mit dem ihr alte Themen und Muster auf geistiger und seelischer Ebene auflösen könnt und loslassen könnt.